Dankeschön, hallo. Schön, euch zu sehen. Gut seht ihr aus. Oh, noch ein bisschen Sonne noch. Ja, ich dachte, am Sonntag kann man eigentlich mal ein bisschen Blick heben. Wir sind ja oft so mit den einzelnen Sachen beschäftigt, mit den einzelnen Maßnahmen, was wir jetzt wieder machen müssen, ob Masken helfen und wie viel Abstand wir halten müssen und ob der Test jetzt valide ist und wer jetzt wieder was gesagt hat. Und wir sind oft so in den Details versunken, aber es ist, glaube ich, auch am Sonntag mal ganz okay, den Blick etwas zu heben, mit etwas Distanz aufzugucken. Und ich würde gerne mit euch so ein bisschen eine Zeitreise machen. Wir gehen auf jeden Fall mal zurück ins Jahr 1951, als Hannah Arendt über die Nazizeit, aber auch über andere totalitäre Systeme geschrieben hat. Und sie hat gesagt, dass die Grunderfahrung menschlichen Zusammenseins, die in den totalitären Systemen benutzt wird, die des Verlassenseins ist, der Verlassenheit, der Einsamkeit, der Isolation, dass die Menschen keine Bindung mehr zueinander haben, das hat dazu geführt, dass die Großideologien, der Nationalsozialismus, der Sozialismus, der Kommunismus, dass die an Zuspruch und an Akzeptanz gewonnen haben, weil die Menschen sich einsam gefühlt haben. Jede totalitäre Partei benutzt dieses Gefühl, dieses Grundgefühl und die Angst der Menschen vor der Verlassenheit und vor der Einsamkeit. Bindungslosigkeit, Orientierungslosigkeit, auch die Ohnmachtsgefühle, die die Menschen damals hatten, wenn die große Politik Dinge mit ihnen macht oder vielleicht auch die wir heute haben, wenn auf einmal unser Leben von jetzt auf gleich umgekrempelt wird und wir eigentlich nur zugucken können. Ich glaube, wir alle kennen dieses große Ohnmachtsgefühl zurzeit. Ja, wie ist es heute? Es ist natürlich nicht ganz einfach, da so einen Vergleich herzustellen zwischen der Nazizeit oder zwischen anderen totalitären Ideologien und Systemen. Aber es ist zumindest, glaube ich, sicher zu sagen, dass es nicht weniger Orientierungslosigkeit geworden ist in diesem Jahr, dass wir nicht weniger Einsamkeit haben und Verlassenheit durch die soziale Distanzierung, dadurch, dass wir die alten Menschen nicht mehr besuchen konnten, dadurch, dass die Schüler und die Kinder so lange außerhalb von den Schulen sein mussten, dass sie nicht auf Spielplätze konnten, dass wir unsere Freunde nicht treffen konnten, dass wir nicht auf Hochzeiten gehen konnten, dass wir nicht in große Veranstaltungen gehen konnten. Das hat sicher nicht dazu geführt, dass das Einsamkeitsgefühl, das eh schon in unserer Gesellschaft da ist, weniger geworden ist. Und da würde ich gerne mit euch heute darüber nachdenken, was das mit einer Gesellschaft macht. Was macht so ein großer Einschnitt in unser Alltagsleben mit uns, wenn er uns vor die Situation stellt, dass wir auf einmal alleine dastehen, dass wir keinen Kontakt mehr haben, dass Berührung schon irgendwie komisch ist, gefährlich sein kann, dass der andere Mensch zum Träger eines Virus geworden ist, zu einer Gefahrenquelle? Was macht das mit uns? Sicher nichts Gutes. Und diese Ausgrenzung, die wir selber erleben, wenn wir zum Beispiel im Bus keine Maske haben, weil wir sie vergessen haben natürlich, oder in der Bahn, wenn wir dann rausgeschmissen werden, vielleicht ist euch das schon mal passiert, oder aus dem Restaurant, oder dass man irgendwo anders nicht reinkommt, auch in der Schule, es werden Schüler tatsächlich von der Schule verwiesen, also aus dem Unterricht verwiesen, wenn sie keine Maske haben oder wenn sie einmal auf dem Schulhof essen, das alles ist passiert, aus dem Job, aus der Familie, man wird ausgegrenzt, wenn man eine andere Meinung hat. Und das sind keine sehr guten Entwicklungen zurzeit in unserer Gesellschaft. Und wenn wir das vergleichen mit dem, was Hannah Arendt geschrieben hat über die Grundlage und die Voraussetzungen in der Gesellschaft für eine totalitäre Diktatur, dann müssen wir hier wirklich aufpassen, in welche Richtung wir gehen und ob wir nicht unserer Gesellschaft so ein Grundgefühl von Verlassenheit, Einsamkeit, Ausgrenzung und auch Spaltung verpassen, dass dann hinterher der Zuspruch zu den Parteien, die das ausnutzen werden, zu den Ideologien, die das ausnutzen werden, sehr groß sein wird. Dankeschön. Ja, Ausgrenzung natürlich, wir kennen das alle physisch, ihr könnt das aber auch seelisch, mental, dass aus der Debatte auch ausgegrenzt werden, dass Stimmen nicht mehr gehört werden, dass Menschen mundtot gemacht werden, die noch vor ein paar Jahren als Experten galten, dass man diffamiert wird, dass man ausgegrenzt wird aus dem öffentlichen Diskurs, dass dieser Diskurs eigentlich gar nicht richtig stattfindet, weil immer nur die gleichen Leute zu hören sind, die uns immer nur die gleichen Weisheiten erklären. Also das ist für mich, so wie George Carlin einmal gesagt hat, ein großer Club da oben im Moment und wir gehören nicht dazu. Und dieses Nicht-Dazugehören ist ein ganz schlimmes Gefühl für die Menschen,
die große Ausgrenzung, die in diesem Jahr stattgefunden hat, die Zurechtweisung, die Mundtotmachung, auch vielleicht kennt ihr das, dass Freunde euch zurechtweisen oder dass Freunde sich von euch absagen und sagen, du bist auf dieser Demo gewesen oder du denkst so und so darüber, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben, die Diffamierung und so weiter. Und Erich Fromm hat schon 1941 geschrieben, in Furcht vor der Freiheit, das ist für die Menschen unglaublich schwer zu ertragen, nicht mehr zu einer Gruppe dazugehören zu können. Das können eigentlich nur die Stärksten ertragen und ohne weiteres wegstecken. Aber wir Menschen sind darauf angewiesen, Teil von einer Gruppe zu sein und wir wollen das. Ja, woher kommt das? Aber woher kommt das auch, vielleicht habt ihr euch das schon mal gefragt, dass Menschen diese Maßnahmen, die so stark in unser Leben eingreifen, so stark verteidigen, dass sie das nicht nur akzeptieren, sondern dass sie das gegen uns, die wir sagen, seid mal ein bisschen vorsichtig, guckt auch mal auf andere Werte, guckt auch mal auf die Freiheit, die Selbstbestimmung, die Würde des Menschen, guckt auch mal auf die wirtschaftlichen Folgen, die das hat, auch die psychischen Folgen in einer Gesellschaft, guckt mal auf Depressionen und Suizide, die aufgrund dieser Maßnahmen stattfinden, dass andere Menschen uns sagen, du bist ein Covidiot oder du bist ein Spinner, du bist ein Wirrkopf. Woher kommt das? Warum verteidigen die so etwas, was ganz klar ganz schlimme Folgen hat und was ganz klar auf sehr, sehr schwachen Füßen steht, wenn man sich mittlerweile die Zahlen anguckt? Warum verteidigen sie das so vehement? Erich Fromm hat damals geschrieben, man konnte damals beobachten, also in den Jahren vor 45, wie auch Menschen, die keine Nazis waren, den Narzissmus gegen Kritik verteidigten, weil das ein Angriff auf Deutschland war, ein Angriff auf ihr Heimatland, ein Angriff auf ihr Vaterland. Und sie gemerkt haben, wenn da Leute gegen Nazis sind, muss ich irgendwie jetzt die Nazis verteidigen, obwohl ich selber keiner bin, weil das ja irgendwie ein Angriff auf mich ist, weil ich ja auch Deutscher bin. Und wie gesagt, es ist schwer, das mit heute zu verteidigen. Aber auch heute haben wir, glaube ich, das Phänomen, dass viele, die vielleicht jetzt gar nicht unbedingt unkritisch sind, aber die jetzt einen Angriff sehen auf ihre Seite, auf das, was sie verteidigen, den Zeitgeist oder die Gesellschaft oder die Legitimität des Staates, die Normalen, die Bürger. Und die sehen dann, oh, das sind bestimmt irgendwelche Idioten, die greifen meine Seite an, die greifen mein Lager, meine Partei an. Aber man will sich ja dieser eigenen Partei zugehörig fühlen. Und wenn man dann angegriffen wird, so schreibt auch Erich Fromm, dann wächst die Loyalität, eine Sache zu verteidigen, hinter der man gar nicht unbedingt so überzeugt steht. Denn wenn ihr das selber erlebt, dass ihr mit den Menschen sprecht, dann seht ihr oft, die haben ihre Meinung nicht so richtig argumentativ begründet. So mit Fakten ist es da oft nicht so weit her. Das ist keine meinungsbasierte Ansicht oder faktenbasierte Meinung, sondern es ist ein Wille, etwas zu verteidigen, was man als seine Seite anerkennt. Und ich glaube, diese Seite ist oft, das ist erstmal normal, dass die Menschen diese Seite verteidigen wollen und sie wollen das Normale verteidigen. Ja, man kann doch jetzt nicht davon ausgehen, dass die Politiker uns alle Böses wollen, dass die irgendwie was anderes im Grunde genommen da hinter den Kulissen abziehen. Davon will man doch nicht ausgehen. Man will von dem Erlaubten ausgehen und man will auch irgendwie gemäßigt sein. Aber ich glaube, was diese Leute verteidigen, und das sollten wir versuchen, ihnen so friedlich und harmonisch wie möglich klar zu machen, ist, dass sie im Moment eine Ideologie verteidigen, die im Grunde genommen nur ein Machtmittel ist. Und dass das, was wir kritisieren an den Corona-Maßnahmen, ja nicht nur irgendwie ein Stück Stoff ist, was man mal vor die Nase halten muss, wenn man zum Aldi geht, sondern dass hier im Grunde genommen eine Ideologie dahinter steckt, die gerade auch sehr beschleunigt hinter den, nicht hinter den Kulissen, aber es ist eigentlich zu sehen, dass die abläuft. Und dass die stabilisiert wird und sogar akzeptiert und befürwortet wird von denen, die nicht kritisch den Maßnahmen gegenüber sind. Und diese Ideologie, die ist noch ein bisschen schwer zu greifen, aber vielleicht ist das etwas, was wir in der Zukunft lernen müssen, unbedingt da einen Namen für zu finden. Was ist das für eine Ideologie? Die Leute nennen das irgendwie, das ist ja irgendwie, wir wollen das Normale und wir wollen das Gemäßigte, aber diese Ideologie ist alles andere als gemäßigt. Sie hat nämlich keinen richtigen Namen. Sie hat auch keine Zeichen und keine Fahnen oder sowas. Es gibt auch keine Hymne oder eine Partei, die das verteidigen würde, also zumindest nicht nur eine Partei, die sich das auf die Fahnen schreiben würde.
Aber diese Ideologie ist im Grunde genommen das, was jetzt auf uns zukommen wird. Das ist nicht mehr so eine Ideologie wie die Großideologien des 20. Jahrhunderts. Und das macht es auch so schwer, das zu erkennen. Wir sind ja oft so eingeteilt, auch in unseren Gedanken, in rechts und links. Und dann sagen die Rechten, wir gucken darauf, was die Linksextremen machen. Und die Linken gucken, ah, was kommt da vom rechten Rand. Aber diese Ideologie, die ist weder rechts noch links. Die ist, wie ich sie nenne, technokratisch. Die ist global. Sie hat auch mit Transhumanismus zu tun und sie wird gerade verteidigt durch ganz, ganz schwierige Mittel, wenn ihr das selber auch seht, wie die Menschen das verteidigen. Erstmal ignorieren sie das, sie leugnen, dass da überhaupt noch etwas anderes geschieht, dass es überhaupt möglich sei, dass vielleicht von Unternehmen, von großen Konzernen, von Politikern auch im Weltwirtschaftsforum, dass dort gerade Dinge ablaufen, die unser ganzes Leben umkrempeln werden, und das geschieht derzeit, aber es wird weder darüber berichtet, es wird ignoriert, es wird geleugnet, und die, die darauf hinweisen, werden lächerlich gemacht, werden beleidigt, werden ausgegrenzt, es wird mit Emotionalisierung gearbeitet, mit den emotionalen Bildern und mit Moralisieren, ja? Ihr seid unsolidarisch und so weiter. Und an diesen Mitteln, glaube ich, kann man ganz gut erkennen, dass diese Menschen keine Argumente haben, sondern sie müssen das entweder leugnen, lächerlich machen oder eben moralisieren. Das Problem ist aber, dass wir diese Ideologie noch nicht richtig benennen können. Ja, viele nennen sie die neue Normalität. Ja, das denke ich auch, dass es ein ganz guter Name ist. Ich nenne sie die totale globale Technokratie, die eben keine Partei hat. Deswegen können wir sie auch nicht wählen. Aber das bedeutet, wir können sie auch nicht abwählen. Und das ist das ganz Schwierige im Moment. Wir haben niemanden, an den wir uns richten können, um ihm zu sagen, dass wir nicht einverstanden sind mit dem, was da passiert, mit dieser neuen Normalität und auch mit dem Great Reset, der jetzt gerade auch in Davos dann vonstatten geht. Das ist irgendwie eine ortlose, formlose Ideologie, die auch keine Forderungen an die Menschen stellt. Sie sagt nicht, du sollst jetzt dir das und das anziehen oder du sollst... Du hast jetzt ein Manifest zu beachten. Sie ist, wie gesagt, nicht rechts, nicht links. Sie kommt nicht mit einer Rhetorik des Klassenkampfes oder des Sozialdarwinismus oder des Rassismus daher. Und das macht sie aber so gefährlich, dass sie im Grunde genommen unsichtbar ist. Ja, vielleicht wie ein Virus, ja, den man nicht so einfach erkennen kann. Auch nicht durch einen Test. Da können wir vielleicht durch einen intellektuellen Test immer wieder gucken, was passiert hier gerade und was wird eingeführt durch diese Maßnahmen, was dann hinterher eventuell nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und ganz viel ist rückgängig zu machen. Ja, natürlich kann man irgendwann wieder sagen, gut, jetzt müsst ihr keinen Mundschutz mehr tragen. Aber ganz viel, was gerade passiert, ist wahrscheinlich nicht mehr rückgängig zu machen. Wir werden weder gefragt, ob wir das wollen, ob wir zum Beispiel solche Tracking-Apps wollen, ob wir Drohnenüberwachung oder Überwachung insgesamt haben, ob wir das überhaupt wollen, dass wir überall unsere Kontaktdaten angeben müssen. Aber das ist etwas, was eventuell nicht mehr rückgängig zu machen ist, geschweige denn von, oder gar nicht zu reden, von den psychischen Schäden, die das vor allem für unsere Kinder haben wird, wenn sie über Monate jetzt und vielleicht sogar Jahre mit dieser Angstmache leben müssen, mit dieser Distanzierung von ihren Freunden leben müssen und das gar nicht begreifen und verarbeiten können, in welcher Gesellschaft sie im Moment aufwachsen. Ja, ich denke, dass es eine Technokratie sein wird, die die Wissenschaft als große Autorität hochhalten wird. Diese Technokratie ist zum einen auf Globalität aus und zum anderen auf Totalität. Sie wird unser ganzes Leben auch ja betreffen. Erich Fromm hat damals schon gesagt, der Kampf um totale Herrschaft im Weltmaßstab und die Zerstörung aller anderen Staats- und Herrschaftsformen ist jedem totalitären Regime eigen. Und ich glaube, wir haben hier so ein totalitäres Regime auf einer ganz anderen Ebene, nicht mehr auf einer nationalstaatlichen Ebene, vor uns. Es ist eine Technokratie, die gleichzeitig die Demokratie aushöhlt. Wir haben keine Handhabe, kein Parlament kann darüber entscheiden, ob wir das wollen. Und die sich gleichzeitig eben auf die Wissenschaft beruht, ja, was dann aber nur einige Experten sind, die herangezogen wird. Im Grunde genommen wird die Wissenschaft dafür instrumentalisiert, weil wir ja an irgendetwas glauben müssen. Das muss ja irgendeine Autorität sein, aber wir sind ja im Grunde genommen ja schon ein bisschen postautoritär, sollte man denken, in einem postautoritären Zeitalter. Wir glauben, also zumindest Gott ist nicht mehr die Autorität, die Religion, die Kirche sind nicht mehr die Autorität.
das Volk, das Vaterland, der Kaiser leider auch nicht mehr die Autorität. Aber es gibt noch eine Autorität und das ist die Wissenschaft. Und wer nicht an die Wissenschaft glaubt, der ist ein Wissenschaftsleugner. Ja? So arbeitet man mit dieser Rhetorik, dass wenn ihr hier sitzt, dann seid ihr ja Wissenschaftsleugner. Aber wie könnt ihr nur Wissenschaftsleugner sein? Das ist schon sozusagen der Ersatz für das Argument, so wie man früher gesagt hat, ja, du bist halt ein Gottesleugner, auf den Scheiterhaufen mit dir. Das sieht man auch an solchen Formulierungen wie the science has settled, ja, das haben wir in anderen Zusammenhängen schon gehört. Im Grunde genommen gibt es das in der Wissenschaft nicht. Das ist so ähnlich, wie man sagt, habemus papam, ja, da ist eben jetzt keine Diskussion mehr nötig und möglich. Hier wird etwas als sakrosankt erklärt, was nicht mehr hinterfragt werden soll. Und wenn ich sehe, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der uns ein Tierarzt sagt, dass wir die Maßnahmen, die der Staat uns verhängt, niemals hinterfragen dürfen, dann fasse ich mir an den Kopf und sage, das ist eine absolut absurde Gesellschaft. Und das ist auch keine Gesellschaft, die ich gerne meinen Kindern hinterlassen würde. Dass wir einfach nur Dinge abnicken, weil sie uns von der Wissenschaft gesagt werden. Sie werden nämlich auch gar nicht von der Wissenschaft gesagt. Sie werden von einigen Experten gesagt, die, wie wir mittlerweile wissen, auf sehr, sehr schwachen Faktenbasis, einer sehr, sehr schwachen Faktenbasis stehen und ganz viele Wissenschaftler, die das Gegenteil behaupten, werden ausgegrenzt und wir sollten unseren Kindern vor allem mit auf den Weg geben, dass sie nicht nur das Recht haben, das zu hinterfragen, sondern dass sie auch die Pflicht haben, hier kritisch zu sein und weiterhin nachzufragen und auf Antworten zu pochen. Ja, ich kann natürlich nicht schließen mit einem außer mit einem Zitat von Hannah Arendt, die eben damals schon geschrieben hat in Elemente und Ursprünge Totalherrschaft. Wir wissen nicht, aber wir können es ahnen, wie viele Menschen sich in Kenntnis ihrer wachsenden Unfähigkeit die Last des Lebens zu ertragen, also angesichts der ganzen Komplexität, das ist ja alles auch schwierig zu verstehen, wie viele Menschen sich in Kenntnis ihrer wachsenden Unfähigkeit, die Last des Lebens zu ertragen, sich willig einem System unterwerfen würden, das ihnen mit der Selbstbestimmung auch die Verantwortung für das eigene Leben abnimmt. Und das sind weise Worte, die 51 geschrieben wurden und sie sind sehr aktuell. Ich kann nur wirklich sagen, unterwerfen wir uns nicht. Bleiben wir dabei, das zu hinterfragen. Vor allem fliehen wir nicht vor der Komplexität des Lebens in einen Autoritarismus. Ja, die Wissenschaft hat gesagt, die Experten sagen das. Hinterfragen wir weiterhin, seien wir weiter kritisch. Haben wir auch den Mut, nachzufragen? Haben wir den Mut, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen? Und lassen wir uns nicht die Verantwortung für das eigene Leben abnehmen. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.